Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bambutz Let's Play. Jo, wir sind hier in der Nähe von der Base. Wir müssen noch 950 Meter in die Richtung gehen. Dann sind wir wieder beim Baum, der mal wird. Jo. So, ja, der Server ging wieder. Also er war kurz offline, weil wir auf Paper und so umstellen wollten. Aber das ging noch nicht so gut. Das ist eben noch ein bisschen zu früh. Und ja, deshalb war der Server jetzt gerade ein bisschen offline. Und ja, jetzt ist er wieder online. Jetzt ist er einfach immer noch natürlich auf Vanilla. Aber ich hoffe, die Motor, die machen das relativ schnell, dass wir da auch Plugins haben. Zum Beispiel ein Portalsystem, wo ihr reisen könnt zwischen den Siedlungen und so weiter. Ja, wir wollen ja auch sehr viel bauen. Also es ist ja ein Bauserver hauptsächlich. Ihr dürft natürlich auch gerne Rollenspiel machen. Und ja, vielleicht auch ein bisschen irgendwie eine Story oder sonst irgendwas erfinden. Zusammen macht es natürlich viel mehr Spaß. So, in diesen Fluss rein müssen wir scheinbar. Ich war unterwegs, ich habe zwei Dörfer gefunden. Eines auf einer Insel und das andere, ja, so auch auf dem Festland ein bisschen, aber auch beim Ozean. Das ist ein ganz großer Ozean, ich kann es ja mal kurz zeigen. Da waren zwei Schatzkisten versteckt und hier waren die Inseln, also die, ja, die Insel und die zwei Dörfer. Genau. So, mehr habe ich jetzt nicht erkundet. Ja, ich wollte noch etwas essen, habe es während dem Essen gemacht. Jo, und jetzt bin ich wieder auf dem Rückweg. Ich habe ja gesagt, ich gehe in den Osten, um ein bisschen zu erkunden. Aber scheinbar ist auch nicht so viel los dort. Also, ich hätte jetzt gedacht, ein neues Biom oder so, ein tolles Biom. Aber nö, der Standardkram halt. Aber gut, wir müssen jetzt dort hoch, scheinbar. Dort Schnee, was ist das? Das sind Verblumen. Scheinbar Blumen. Ja, so eine Alm mit Schnee wäre auch nicht schlecht, aber das kommt wahrscheinlich erst. Also das hätten, haben die Entwickler sicher geplant. So, jetzt muss ich da leider ein paar Sachen wieder reinlegen. Nee, nicht das rausnehmen. So, einfach nicht so viel Platz mehr. Gut, also. Ja, freut mich, dass es so viele Aufrufe gibt. Ich hatte jetzt nicht erwartet, dass ein neues Server-Let's Play gut ankommt. Es ist ja immer so, ja, ist einer am Let's Playen oder am Ding Videos machen, der gute Aufrufe hat, hat er natürlich viel mehr Aufrufe. Das ist einfach so der Algorithmus. Den dürft ihr übrigens auch gerne pushen. Ich bin froh, wieder mehr Zuschauer zu haben. Ich habe ja in letzter Zeit wegen Champions of Regnum nicht mehr so viel Zuschauer gehabt. Also das ist einfach von mir halt beendet worden. Und es versteht hoffentlich jeder, wieso ich das Projekt beendet habe. Weil es halt einfach überhaupt nicht gut läuft. Und ich einfach auch nicht mit den meisten Spielern so gut auskomme, scheinbar. Ja, was die für ein Problem haben, ja, habe ich schon erzählt in den Livestreams. Das könnt ihr alles nachschlagen. Und jo, es ist einfach nicht mein Spiel. Es tut mich schon ein bisschen frustriert hinterlassen. Also ich spiele lieber Spiele wie Minecraft, wo mich nicht frustrieren oder irgendwie sehr aufhalten mit Grinding und so weiter. Ja, es hat halt ein bisschen Grinding, stimmt, aber doch nicht so viel, wie ich in letzter Zeit einfach auch gedacht habe. Also naja, man denkt so, ja, es macht nicht so viel Spaß, aber es macht auch viel Spaß. Man hat jetzt irgendwie nicht so das große Problem mit dem Grinding, sondern eher weniger. Also es macht einfach Spaß, die Items auch zu holen fürs Bauen. Ja, die Baumaterialien. Gut, ihr merkt es aber auch, mir geht es jetzt nicht so gut. Also es ist halt einfach meistens so die Nervenkrankheit, die Hormone, die ich da sind problematisch niedrig habe, die Produktion einfach nicht so groß ist. Das sind einfach zu einem, ja, das Cortison, das eigentlich zuständig ist für ja, der Blutdruck, die
wie wach man ist und ja, wie man einfach ja wach bleiben kann. Also ja, die furzen wieder herum. Nö. Ich habe Pferde geholt, ich habe Esel geholt. Jetzt muss ich nur noch Goldäpfel herstellen oder so. Oder ja, goldene Karotten gehen. Ja, nicht furzen. Nicht furzen. Habt ihr mir nichts gegeben? Doch ein. Okay. Ja gut, ihr wisst wahrscheinlich, wieso ich hier so viele Bäume anpflanze, die neu sind. Ich will einfach das Holz haben. Baumstämme. Seid ihr schon gut am Denken, ne? Wisst ganz genau, was ich vorhabe. Ja, und die Bäume brauche ich. Die schwarz ein. Also müssen wir eigentlich die mal so ein bisschen fällen. Hier unten habe ich übrigens auch gemacht. Ich hoffe, dass das Spiel nicht abstürzt oder der ganze PC. Das hat es heute zweimal gemacht im Singleplayer Let's Play. Will ich nicht haben. Ja, gut. Ist halt so, es ist halt Windows 11 und es ist halt Minecraft. Macht halt, was es will. Ja, leider. Ja, gut. So, also wir brauchen noch ein bisschen mehr Bauholz und wir müssen dann noch diese ganzen Stämme craften. Wie heißen die? Weiß ich gar nicht mehr, wie die hießen. So viele Blöcke zu merken. Ja, ich habe ein paar Ideen gesammelt. Ich möchte gerne wirklich das richtig magisch aussehen lassen. Es wird euch sehr gefallen. Aber eben, es braucht Zeit. Also ich brauche vielleicht ein paar Spiele, die mir ein paar Blöcke besorgen können, die vielleicht ein bisschen länger Zeit haben, irgendwo hin zu latschen, oder? Das kann ich ja während den Folgen gar nicht machen. Und ja, ich brauche eben ein bisschen mehr Geld, also echt Geld. Das tue ich natürlich nicht euch irgendwie Ding. Also ihr wisst vielleicht mein Type-Stream Spenden-Ding, aber es geht nicht, dass es ihr machen müsst. Ich muss einfach mehr Geld sammeln. Also mit meinem Verdienst. Und das geht halt lange, wenn ich nicht eine Arbeit habe und so. Ja, wie soll ich das eigentlich am besten sagen, dass es euch natürlich nicht stört? Ihr dürft es, ihr müsst es aber nicht. Also von mir aus müsst ihr es nicht machen. Aber wenn ihr es wollt, dürft ihr es natürlich gerne machen. Ist halt einfach schwer, oder? Ich denke, ihr seid auch nicht so reich. Ihr seid auch nicht so. Ja, diese vielen Blumen gesetzt. Das war sicher Ding. Blutorios. Also schauen wir mal hier rein. Jo. Wächst ihr nicht? Wie lange geht das? Da haben wir noch ein paar Kirschstämme. Die nehme ich nach oben. Okay, ja. Die Sachen. Jo. Geht irgendwie noch nicht so gut. Dazu. Ich hoffe, die brauchen Dunkelheit. Ich denke schon, dass die Dunkelheit brauchen. Und da links war ja noch die Höhle, der Stollen. Ja, also. Wo sind die Setzlinge? Oh, haben wir wieder zu wenige. Doch da haben wir noch einen. Da komme ich jetzt nicht mehr runter. Sonst gehen die Beete kaputt. So. Also einen haben wir noch genug, aber mehr werden es jetzt gerade nicht hier. Und beim Dschungelbaum, da gibt es gar keine Setzlinge. Die existieren gar nicht. Hallo, Droppen. Bienensummen. Habe ich eigentlich den? Ich habe den Mod jetzt hier wieder nicht drin. Im alten Modpack habe ich es drin. So, wir wollen ja aus Bambus verschiedene Blöcke machen. Mir gefallen einfach die Farben nicht so. Also es. Wie mache ich das? Da müsst ihr vielleicht mir auch ein bisschen helfen, also noch. Da habe ich jetzt irgendwie noch nicht so der Plan.
Die verteilen sich so blöde. Wir machen das Profis. Ah, ich muss viel mehr Minecraft spielen. Erinnert mich dran. Ja, sind's. Okay, wir haben 21 Bambusblock. Gut. Möchte ihr irgendwo ein Haus bauen? Ich mache einen Stall aus Bambus. Wo sollen wir denn die hinpacken? Ich habe gedacht, hier ist so der Baumstumpf. Da drauf. Ja, nicht immer furzen. Hallo. Kann man so gut umherschieben. Hallo. Gib mir noch mehr. Geht. Also, ich möchte gerne hier einen Fall bauen. Ja, 2, 4, 5, ja. 6, 7, 8, 9. 10. 7, 8, 19. Da fehlt mir ein Block jetzt. Okay. Sieht aber cool aus irgendwie. Ja. Also natürlich noch viel mehr Dekos machen mit den normalen Hölzen zusammen. Sieht ja richtig schön aus. Aber ein erster Stall. Gib mir jetzt diese... Scheiß mal mehr. Baumstumpf muss auch nicht im Weg sein. Ja. Also irgendwie die schlechteste Niere für mich. Habe ich so das Gefühl. Okay, die anderen Tiere waren auch nicht so gut. Aber so ist es. Mojang macht sich halt nicht so viel Mühe. Der Plutoyas hat gesagt, er will schon ein bisschen etwas modden, etwas erreichen. Und ich traue ihm das auch zu. Der darf gerne für mich wirklich noch ein viel besseres Minecraft extra modden, oder? Da müsst ihr nur einen Mod runterladen, also ein Modpack runterladen. Oh, das sind jetzt Zombies drin. Und dann habt ihr schon noch mehr Features, oder? Hallo. Das blöde Knockback funktioniert nicht so gut, wie ich dachte. So, Zombies sind weg. Und die haben immer noch keine Bären. Ich hoffe, die tauchen noch auf. Habe ich hier unten Wasser eigentlich? Ist nicht. Aber ich habe gar noch nicht Wasser da unten. Ah ja, ich habe mich ja hochgebaut, genau. Also hier muss ich mich wieder runterbauen dann. Gut zu wissen. Ich weiß es eben gar nicht mehr so genau. Das ist jetzt auch schon wieder 3 Tage her. Ja, ich muss auf die nächste Folge auch noch Tiere, also muss ich noch Zäune. Wenn nur diese blöden Dschungelhölzer wachsen, also Setzlinge geben würden. Schwarzeichen. Ja gut, wie machen wir denn das? Am Anfang hat man immer zu viel, wenig Setzlinge. Wo hätten wir sonst noch Dschungel? Also, ich habe einen darin gefunden. Ungefähr hier. Wo war denn? Irgendwo war ein Dschungel zu sehen, aber wahrscheinlich hier oben irgendwo. Oder ist er hier? Keine Ahnung. Habe ich doch keinen Dschungel gefunden? Ein Schwarzeichenwald oder so? Irgendwo ein Dschungel? Ne, man sieht, glaube ich, weiter, oder? Als die Minimap rendert. Hier oben haben wir noch einen Dschungel, stimmt. Und dann einfach hier dieser. Also das Dorf unbedingt ausbauen. Jeder, der Lust hat, darf natürlich auch helfen. Eben, ihr dürft auf dem Server, aber müssen natürlich schon auf Nummer sicher gehen. Weil wir bauen etwas Tolles. Wir brauchen keine Griefe, wir brauchen keine Leute, die alles abbauen in der Nähe oder von anderen Leuten klauen. Wir brauchen halt auch keine Troll, also Troll schon, aber keine einfach Leute, die nur Mist bauen. Ab und zu dürft ihr trollen, aber am besten so, dass es für den Getrollten noch okay ist, oder dass er es einfach auch wieder aufbauen will und kann. So. Ja. Sind wir schon ein bisschen
out of blocks und so. Die Schatzkarten kann ich mal raushauen. Blaue Bullion auch nicht. Bonn auch nicht. Sané auch nicht. Durch die mal hier rein. Komm alles einfach rein, noch nicht so sortieren. So, ich habe Ruinen gefunden. Mit Pinsel könnte ich denn die eigentlich ein bisschen erforschen. Ich weiß gar nicht. Das war Tiefseeregion steht. Ozeanregion. Lauwarm Ozean, also hier sollte ich dann mal hingehen. Aber ich weiß nicht, ob ich sterbe. Können wir eigentlich gemeinsam gehen? Jetzt habe ich den falschen Mann. Ja, hier. Die möchte ich mitnehmen. Ja, okay. Ja, lasse ich die einfach drin. So, ja, ich wollte kurz auf die Uhrzeit schauen. Ja, muss ich so schauen? Okay, wir haben genügend Zeit, noch dorthin zu gehen. Also, leider habe ich einen Dschungelsetzling verloren. Ich muss irgendwo herholen. Schade. Aber jetzt müssen wir leider wieder dorthin. Deshalb eher nach Nordwesten gehen, aber kurz noch hier. Schafe, die Wolle mitnehmen. So, ich brauche dann irgendwann mal genügend. Genau hier runter am besten, damit wir wieder mit dem Boot schneller vorankommen. Jo. Nee, also wirklich Minecraft macht mir unglaublich viel Spaß. Ich habe eine so extreme Erwartungshaltung. Ich weiß jetzt nicht, wie euch es geht, wenn ihr einen zuschaut, der baut. Und vielleicht freut ihr euch auch, nur eben die Rohstoffe zu besorgen. Ja, vom Server wird es ja gehen, eben mit anderen Spielen zusammen, die wir auch noch einem helfen. Würde auch gerne den anderen noch helfen, bauen und so weiter. Auch das Rohstoff besorgen, meistens ohne Farmwelt, dauert mir ein bisschen zu lange, die Reisezeiten und so. Wir werden eine sehr gute Farmwelt machen. Also wo ihr mehrere Portale habt, die verbunden sind und so. Aber ja, Pluto Yassi ist jetzt nicht gerade so gut anzusprechen gewesen bei manchen Features. Er war halt auch noch nicht dabei bei Dragodia. Und ja, Dragodia, wie sagen wir, Nachfolger von Farben haben wir ja lange gespielt. Hießen sie alles noch? Streamer-Insel und so Sachen. Es ist einfach gang und gäbe, oder? Es ist für manche Spiele, die vor allem auf Speedrunning oder auf PvP machen, natürlich nicht so, dass sie es nicht so gut finden. Aber andere finden es zum Beispiel so gut, damit einfach Minecraft ein bisschen ausgetrickst wird, beim Blöcke sammeln, dass man eben eine Farmwelt hat und da nicht die Farmwelt, die normale Welt kaputt macht und so. Ist halt einfach sehr wichtig. Und dass Mojang da mal etwas dagegen macht, ja, machen sie es eigentlich immer wie schlimmer, weil die Biome immer wie weiter auseinander liegen. Bis man wieder eine Pilzinsel findet oder bis man wieder ein Schneeberg-Ding. Ich habe im Singleplayer geschaut, mit dem Locate-Befehl kann ich da schauen. Es sind ungefähr 4000 Blöcke bis zum nächsten Schnee, Icy, nein, Snowy Peaks Schneeberg. Es hat eben einfach viel zu extrem. Ich hätte es gerne einfach ein bisschen, jo, ausgeglichener. Dass es halt wirklich Kontinente gibt, wo mehrere Biome auf, ja, 10.000 Kilometer noch sind. Und nicht irgendwie jedes Biom, also eine Pilzinsel, wahrscheinlich alle 100.000 Blöcke oder so sind. Ja, ich habe halt immer noch nicht viel, ja, genug Pilzinseln gefunden. Weil ich brauche einfach das Mycel. Ich liebe es irgendwie. Es sieht halt schon ziemlich weiblich aus oder so. Aber irgendwie mag ich auch so
Magische Blöcke. Es gibt ja mehrere Blöcke, zum Beispiel da die Endblöcke oder auch die verschiedenen pinken Magenta-Blöcke von den verschiedenen farbigen Steinen und Wolle und so Sachen. Ja, zum Beispiel auch, wie heißen sie? Ja, einfach der Sand, also der Kies da. Trockenbeton, genau, heißen sie. Jo, und jetzt will ich kurz schauen wegen dem Dschungel. War da nicht ein Dschungel da hinten dran? Bin ich so mit Alzheimer behaftet? Nein. Ja, es ist noch nicht hier. Wir müssen sogar noch weiter. Mist. Ja, das dauert eben. Ja, mal gucken. Aber ich bin froh, dass Minecraft nicht abstürzt momentan. Also ich hoffe es einfach. Meine erhöhte Renderdistanz ist leider auch nicht so hoch jetzt wieder. Tut mir leid, aber sonst stürzt wahrscheinlich Minecraft wirklich ab. Keine Ahnung, was Windows 11 damit zu tun hat. Wahrscheinlich schon. Aber vor allem Twitch Studio. Und OBS stürzt ja immer noch 8 Minuten ab. Da kann ich ja gar nicht nutzen. Ja, und mich freut's, dass es jetzt immer noch gut läuft. Und sonst werde ich die Parts einfach hochladen, solange wie sie wurden, bevor es abstürzt. Es kann auch sein, dass es dann einen Bluescreen gibt, wirklich Bluescreen, aber mit so einem komischen Error-Code, der eigentlich nichts zu bedeuten hat scheinbar. Nur wegen Twitch Studio. Und dann wird wahrscheinlich der Part zerstört sein. Das habe ich jetzt dreimal im Singleplayer gehabt. Also drei Bluescreens, könnt ihr das vorstellen? Wow, Windows 10, Windows 11, mega gute Hardware. Mega gut, Betriebssystemzeugs Schrott. Keine Ahnung, ist die so viele Probleme haben. Vielleicht haben sie ja nicht mal Probleme, nur wir Spieler haben Probleme. Wir Aufnehmer, wir armen Video, diese Dinge, Hersteller. Oh. Ja. Das finde ich so cool. Das ist einfach Sand, eine Höhle aus Sand. Da muss ich unbedingt ein Piratenversteck machen. Das ist eine gute Kollege. Ja, das ist eine gute Location. Ja. Also, wo haben wir jetzt den Dschungel? Ich habe gedacht, ich habe. Was ist das da? Ein Baum gewesen dort? Nee, oder? Es sind aber mehrere große Bäume hier. Ich dachte echt, das wäre der Dschungel. Ja. Gut, dann war es kein Dschungel im Horizont. So ein Mist. Ja, und der sieht halt auch wie ein Dschungel aus. Dann tue ich nicht den falsch sehen. Ah, okay. Birkenwald. Was nach so Blöcke am Schweben, einfach im Wasser ein bisschen. So, wo haben wir jetzt solchen. Ja, wir sind noch ein bisschen zu weit im Norden. Solche Ruine, ich will ja nochmals Ausgrabungen machen. Ich brauche unbedingt ja, so gewisse Sachen. Also eins, was ich einfach finden will, alleine sind eben diese neuen Pflanzen. Das wäre wichtig. Dort ist, glaube ich, noch ein Rock. Können wir gehen zum Rock? Rock, Rock, Rock. Ja, da gibt es auch ein paar gute Sachen drin manchmal. Schon lohnenswert. So mit dem Loot machen sie es eigentlich gut. Aber fast zu viel Eisen und so. Also mir ein bisschen zu viel. Random, nicht Randomness, sondern das Gegenteil. So wie statischer Müll. Schon wieder. Nein. Komm schnell. Oh ja, Ding. Moosblöcke. Der Rest brauche ich nicht. Nein, nein. Ist gut. Dankeschön, ey. Immer so viel Schaden durch Ertrinken. Also Ertrinken muss nicht so steil stark sein. Ich muss nach Süden da in die Richtung. Ja, eben. Gut, habe ich jetzt momentan echt wieder so einen Server. Ja, der eine, der Katze Baby, der ist in Ukraine und hilft dort.
Er kommt wahrscheinlich in nächster Zeit auch noch nicht zurück. Wäre natürlich schön. Da hätte ich zwei Server, die mega gut geleitet werden. Im Plutoyos, da kann ich auch den Server völlig auf ihn fokussieren, was er bauen will, was er designen, also ja, Mods machen will, oder? Er hat gesagt, er würde das alles gerne als Mod machen, aber auf in der neuesten Version und so. Da ist ja zum Beispiel World Edit Mod auch noch nicht so weit. Und sie sind einfach zu langsam. Man kann eigentlich etwas Ähnliches auch designen, wenn es geht. Nur ein Ertrunkener. Ich hoffe, kein Dreizack-Ertrunkener. Ja, hat uns ja letztens. So einer hat ja uns letztens besiegt. Da haben wir irgendwas. Was ist es? Ein Portal, okay. Muss ich nochmal auf die Map schauen. Ja. Waren wir noch nicht. Also auf was wir uns konzentrieren, ist wahrscheinlich einfach so ein bisschen aufs Rollenspiel. Mit unser, das, ja, Rollenspiel mehr Spaß macht. Und so weiter. Also es, mit Dorfbewohnern möchten wir das machen. Also ich habe das einfach jetzt mal so ein bisschen gesagt ihm. Ich möchte gerne ein bisschen mehr mit den Dorfbewohnern machen. Und ja, mit Dimensionen irgendwie. Ich möchte, oh ja, da schießt jemand schon auf mich. Hey, hallo, nicht treffen. Gut ist das Boot ein bisschen geschützt. Wenn das Boot jetzt weg wäre. Was ist das eigentlich? Ist das dunkel oder? Ja, Dreizack zu Ertrunkene sind halt extrem stark. Können immer eigentlich mega gut ziehen. Also ich schau mal wegen dem Sand. Ist da irgendwas? Ich bin irgendwie so ein bisschen sandblind. Ich habe leider keine Schaufel. Ich müsste zuerst eine Schaufel machen. Und ich will hier raus. Okay, ist noch kein Dreizack-Zombie. Was ist eigentlich das dort? Noch ein Boot, ein Rock, ne? Also komisch aus. Und wie hier rein? Okay, hier rein. Oh, ich bin plötzlich oben gelandet. Meine Güte, die Steuerung manchmal. Ja, ich habe Excel jetzt nicht mehr so sensibel eingestellt, weil es sah im Video manchmal schon ein bisschen sehr ruckelig aus mit den Bögen. Okay. Nichts. Hä? Wo bin ich jetzt? Okay. Bisschen verwirrt. Aber nur weil die Übersicht ein bisschen fehlt. Das ist wirklich nur ein Rock-Ding da. Nein, hier ist es. Hey, wie kommt man denn hier rein? Ich bin ja hier am Schwimmen. Kann gar nicht mehr schwimmen. Vielleicht wegen diesem einen Kraut da. Ja, so geht's. Okay. Okay. Jetzt können wir wieder raus. Kann ich jetzt bitte wieder hier durch? Wie der Charakter einfach so schlecht irgendwie durchkommt, wenn er nicht ganz schwimmt. Also, ich muss kurz noch euch zeigen, wie ich hier diese Ruine plündere. Und wir haben zwei von diesen Schatzkarten. Jetzt habe ich jetzt das Bett nicht mehr. Wo habe ich eigentlich das Bett gelassen? Habe ich das nicht abgebaut damals? Ja, ist nicht so schlimm. Ist doch ganz okay, wenn wir hier kurz. Ich habe nichts. Ich habe nichts mitgenommen. Ja, ist gut. Lass mich in Ruhe. Wenn ich mich ein bisschen fokussiere, kann ich eigentlich relativ schnell gehen. Und ohne Gegending. Also, okay, den Schritt brauche ich zum Beispiel. Ich möchte gerne aus den.
Crafting Table machen, so. Ja, sehen aber. Schaufel. Dann habe ich endlich wieder mal eine Schaufel. Alles hinter. So, und jetzt gehen wir mal dorthin und versuchen uns mal dran zu buddeln. Ah ja, genau. Nein. Sehr gut. Können wir noch mal ein bisschen heilen? Friss, friss, bevor wir sterben. Bevor wir verhungern. Jetzt. Gut. Ja, mit dem Pfeffer-Client geht es scheinbar wieder viel besser. Einmal ist es abgestürzt, also mit Bluescreen abgestürzt. Aber sonst eigentlich. Also sehen wir das irgendwie? Ah, da ist einer, hä? Oh, aber schnell nach oben. Was ist das? Was ist das für ein Teil? Hey. Was haben wir da gerade aus? Ein Weizen? Ich dachte, das sähe ein bisschen anders aus. Okay. Grüezi miteinander. Haben wir noch einen? Oh, da haben wir eine Kiste. So ein Mist, jetzt sind die hier. Oh, da ist die Kiste. Wie kann man eigentlich das ausmachen? Ist das nicht F3 und H? Was erweitert der schnelle Infos-Sicht? F3 und B? Hitbox. Nö. Und keine Hitboxen. Ist einfach vom Pfeffer-Client irgendwie so eine Anzeige? Okay, komm schon. Ups. Brauche ich doch nicht. Noch mehr Weizen. Nee, noch mehr Weizen. Hui. Oh Gott. So, habt ihr noch irgendwas? Das weiß ich eigentlich nicht. Aber okay, gut zu haben. Dieser Schrott, der Drago wieder mitnimmt. Das ist ja unerhörlich. Er braucht so viel Schrott. Das sind keine solche Blöcke. Ich sterbe noch wegen Ertrinken. Aber gut, kommen jetzt keine Zombies mehr. Blöden Ertrunkenen. Oh. Ist hier auch möglich? Nein, nicht das. Eine Axt verwenden. Echt schade. Ich mach das einfach so. Ich tue mich einfach hier hinstellen schräg. Da ist ja noch einer. Hat einfach nichts gesagt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Achtung von dem Alten. Was ist das? Hier noch einer? Hallo. Hey, ich bin ja drauf. Meine Güte, ich bin doch drauf. Ja, dann gehe ich halt wieder hoch. Meine Güte, ich sterbe noch. Schlimm manchmal diese blockige Physik. Echt schlimm. Funktioniert dann nicht das, was man eigentlich machen will. Ist wirklich mir schon oft aufgefallen. Ich mache nicht das, was ich eigentlich mache. Keine Ahnung. Also, ich bin ja vor 2 Parts doch gestorben. Wegen Fallschaden. Ich habe nichts gemacht, ich bin nicht gelaufen. Aber der Spieler läuft einfach weiter. Tja. Die arme Spielfigur, meine ich. Also. Das Spiel denkt sich einfach so, ja komm, du läufst trotzdem noch weiter. Also ich glaube, ich finde hier nichts mehr. Vielleicht hier noch. Aber zuerst noch hoch.
Meine Güte, muss man da viel Zeit investieren? Der Part hat schon Überlänge. Und das Spiel crasht gleich mit meinem PC zusammen. Voll down. Oh, wenn mein PC wieder kaputt geht, hey, dann rufe ich Mojang persönlich an. Aber weißt du, mal besser entwickeln, mal sich ein bisschen mehr Zeit nehmen fürs Entwickeln. Nein. Gut, ich werde nach Hause fahren. Und ja, ich habe einfach dieses Zufluchtstöpfescherbe gefunden, scheinbar. Ich werde noch kurz die Schätze ausgraben. Die sind zum Beispiel hier nordöstlich und südöstlich. Südwestlich, okay. Werde ich mir die anschauen und ja, der Loot kennt ihr ja meistens. Aber gut zu haben und ich denke, dann können ein paar Sachen natürlich hier in den Schalkerboxen sein. Und wenn ich zu Hause bin, nehme ich dann eine weitere Part auf. Aber erst morgen, jetzt ist es spät. 21:40 Uhr ungefähr. Tschüss!